Wenn Leute ein bisschen besoffen sind, dann tun sie renommieren. Sie fangen an zum Aufschneien an, zum Schwindel und zum Lieren. Was sie alles haben und was alles sind, für mich sind's arme Hund. Ich sag euch gleich, was ich besitz, dann wisst's auch schon den Grund. Ich hab einmal drum Wampen, die zeig ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Ich hab einmal drum Wampen, die kosten einen Haufen Geld. Und wenn ich die nicht haben dät, hätt ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Reus mit Chapeau, drei Kinder und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Jagd draußen im Wald, ein Weiberl ist mir gefreut, aber nicht um noch viel mehr geb ich die Wampen her. Wenn ich ein ins Finanzamt muss, dann trifft mich fast der Schlag. Da liegen mir gleich ein Zettel her mit 45 Franken. Vermögen, Schmuck und Grundbesitz, Geschäft und Inventar. Da nehm ich gleich mein Bleistift her und schreib aufs Formular. Ich hab am Arzt drum Wampen, die geig ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Ich hab am Arzt drum Wampen, die kosten Haufen Geld. Und wenn ich die nicht haben dät, hätt ich auf der Welt a Villa am Meer, ein Reus mit Chapeau, drei Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ich rauch draußen im Wald, ein Weiberl ist mir gefällt, aber nicht um noch viel mehr geb ich die Wampen her. Aber nicht um noch viel mehr geb ich die Wampen her. Servus und herzlich willkommen im Silberbach Harmonikerhaus Limex Center Oberpfalz. Heute gab es mal ein zünftiges, deftiges Wirtshausliedl, die Wampen. Ich glaube, die meisten kennen das Lied. Ich habe das heute mal so interpretiert, ich habe mir das neue Fußpedal FP2 zur Hilfe genommen. Und zwar habe ich die Arpeggio-Funktion genutzt. Kurz zur Information. Ich habe einen E-Bass und Gitarre verwendet und rechts den Naturklang. Auf der Szene 1 habe ich ganz normal E-Bass mit Gitarre, also auch die Gitarre am Bass mit. Auf der Szene 2 habe ich E-Bass mit Gitarre, aber nur Nachschlag, keinen Bass auf der Gitarre. Und jetzt kommt's. Auf dem Pedal ist dieser Knopf hier im Patch-Modus die Arpeggio-Funktion. Wenn ich jetzt normal einen Nachschlag, einen Gitarrenschlag drücke, kommt die normale Gitarre. Bleibe ich aber auf diesen Knopf oder auf diesen Taster, dann macht es die Arpeggio-Gitarre. Ich gehe mal weg. Normal. Arpeggio. Ja. Ich habe den Refrain mit der Szene 1 gespielt, also mit Gitarre am Bass und am Nachschlag. Und den Vers mit der Szene 2, nur einen reinen E-Bass und eine reine Nachschlaggitarre. Dann das Arpeggio gedrückt und dazu den E-Bass, also so. Was ich hier genau eingestellt habe und wie ich das gemacht habe und welchen Trick ich angewendet habe, das zeige ich euch jetzt mal. Passt mal auf. So, was habe ich gemacht? Ich habe ein Patch aufgerufen. Ich habe jetzt mein Multipatch genommen. Also wichtig ist in dem Fall ein Patch mit Gitarre, mit Maxport natürlich, Gitarre und E-Bass. Ich habe hier jetzt die zwei Bariton raus, das Groove raus. Auf der Szene 1 habe ich E-Bass und Gitarre, ganz normal. Auf der Szene 2
habe ich wieder das Groove rausgenommen und habe die Gitarre am Bass rausgenommen. Das heißt, ich habe jetzt einen nackigen Bass und nur die Gitarre im Nachschlag. So, und wenn ich jetzt die Gitarre drücke und dann auf dem Fußpedal die Taste Arpeggio, dann kommt dieser Arpeggio-Gitarrenklang. Mehr habe ich nicht gemacht. Den Refrain habe ich mit der Szene 1 gespielt und die Einleitung und den Vers eben dann mit der Szene 2. Mehr war nicht. So, jetzt könnte ich das speichern, aber dann habe ich ja mein Patch überschrieben. Früher ist mir hergegangen und hat gesagt, okay, ich kann das Patch einfach kopieren, umbenennen und dann so abspeichern. Nun haben wir aber seit geraumer Zeit eine weitere Möglichkeit. Es steht hier Make Song. Berechtigterweise haben mich Leute schon angerufen und haben gesagt, das Make Song geht nicht mehr weg. Das ist richtig. Ich glaube, ab der Version 4.60 ist es auch möglich, mit einem reinen Patch einen Song zu erstellen. Daher bleibt das Make Song immer da. Zuerst ging es ja nur, einen Song erstellen ging ja nur mit der Auswahl eines Patches und einem Style oder Patch und MIDI-File oder Patch und MP3. Seit neuestem geht es auch nur mit einem Patch. So, und das mache ich jetzt mal, weil ich will ja mein Patch hier nicht überschreiben. Ich gehe jetzt einfach lange auf Make Song. Wenn ich kurz drauf gedrückt hätte, hätte ich einfach einen neuen Song ausgewählt. Aber ich will den ja speichern, also lange auf Make Song. Dann machen wir W, schreiben wir mal einen Namen rein, Wampen. Das war falsch. Sag okay, jetzt fragt er mich, wohin. Das kennt ihr ja mittlerweile alle, wie man einen Song erstellt. Safe. So, und jetzt rufe ich den Song einfach mal auf. Man sieht, es steht nach wie vor Make Song da. Wenn ich aber nur kurz drauf drücke, komme ich in die Auswahl, um Songs auszuwählen. Und jetzt schauen wir mal tatsächlich die Nummer 10, Wampen. So, mehr habe ich nicht gemacht. Jetzt habe ich mein Patch als Song abgelegt und habe zugleich auch eine Titelliste, was man früher ja ein bisschen aufwendiger machen musste. Das heißt, wenn ich einmal in der Situation bin und nicht weiß oder mir fällt kein Lied ein, gehe ich einfach auf Song und dann steht ja praktisch eine Titelliste da. Ja, und ganz wichtig noch, ich werde immer wieder darauf angesprochen, was bedeutet das Feld Text? Ja, das habe ich drum, das haben die Kunden noch nicht drauf, das kommt aber bald, hängt auch mit dem Fußpedal zusammen. Lasst euch da mal überraschen, in Kürze wird auch das erklärt und auch ihr könnt dann im Zusammenhang mit dem Fußpedal das Feld Text anlegen und auch benutzen. Aber lasst euch da mal überraschen, es werden da wirklich noch mehrere Videos kommen. Ja, ihr habt gesehen, immer wieder tun sich neue Möglichkeiten auf. Es ist ja so, dass Limex immer wieder mit den Betriebssystemen nachbessert. Betriebssystem, eine neuere Version heißt immer Fehlerbehebung, heißt aber auch, dass immer wieder mal neue Funktionen kommen. Wenn ihr diese neuen Funktionen wissen wollt, mal sehen wollt und nicht verpassen wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Abonniert am besten gleich meinen Kanal, also bitte gleich auf Abonnieren klicken. Wenn ihr Fragen zu den ganzen habt, auch zu dem neuen Fußpedal, bitte melden. Ansonsten, ihr merkt schon, ich strahle über das ganze Gesicht irgendwie, dieses Fußpedal und mit den MPRX, mit der Quetschen, diese Möglichkeiten, ich sag's euch, hey, macht richtig Spaß. Servus!